Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat immer die gleiche Leier. Schon wieder steckt ein Vorschlag der AfD voller Verdrehter und auch verkürzter Fakten. Die AfD verpackt in der öffentlichen Darstellung dabei das Thema Indexierung von Kindergeld für EU-Ausländer in Behauptungen über vermeintlichen Sozialtourismus. Aber auch durch permanente und gebetsmühlenartige Wiederholung wird ihr eintöniger Antrag weder korrekter noch seriöser und erst recht nicht zielführender. Es ist bedauerlich und zeitgleich auch sehr aussagekräftig in meinen Augen, dass die AfD abermals die geltende Rechtslage ganz bewusst ausblendet. Denn solange das geltende EU-Recht nicht geändert wird, ist eine Indexierung des Kindergeldes aus juristischer Sicht eine Diskriminierung von EU-Bürgern und damit schlicht rechtswidrig. Ganz einfach, so schwer ist das eigentlich nicht zu verstehen. Sie werden es nicht schaffen, meine Damen und Herren von der AfD, die FDP-Fraktion zu einem Abstimmungsverhalten zu bringen, das sehenden Auges die bestehende Rechtslage ignoriert. Das werden wir nicht mitmachen. Wir pflegen uns an die Rechtsordnung zu halten. Das mag bei Ihnen anders sein. Und weil Sie das Beispiel Österreich auch so häufig bringen in diesem Zusammenhang, möchte ich auch dazu zwei Punkte erläutern. Sie hätten erstens wissen müssen, dass gerade Österreich, weil sie die Indexierung der Familienbeihilfe, so nennt sie sich dort, beschlossen haben, ein Vertragsverletzungsverfahren droht. Sie spielen also auch da wieder wissentlich mit der Absicht, zur Durchsetzung ihrer populistischen Forderungen gegen geltendes Recht zu verstoßen. Und zweitens vergleichen Sie, wenn Sie die Systeme in Deutschland und Österreich, der Kollege hat auch schon darauf hingewiesen, miteinander vergleichen, Äpfel mit Birnen. In Deutschland haben wir das Kindergeld, das ist zweigeteilt. Das ist zum Teil die verfassungsrechtliche Freistellung von Einkommensteilen der Eltern. Und darüber hinausgehend, der Betrag ist eine Sozialleistung. In Österreich gibt es eine vom Einkommen der Eltern völlig unabhängige Familienleistung. Das sind also Dinge, die nicht miteinander zu vergleichen sind. In Deutschland ist ja zumindest mal die verfassungsmäßige Freistellung für eine Indexierung, steht sie gar nicht zur Verfügung. Geht ja gar nicht. Es ist schade, dass Sie verpassen zu erwähnen, was man wirklich machen kann und auch muss, ohne Recht zu brechen, sondern einfach nur bestehendes Recht konsequent durchzusetzen und möglicherweise auch anzupassen. Der Kollege Steininger hat darauf hingewiesen, wir müssen gegen Betrüger vorgehen, die beispielsweise mit Urkundenfälschungen Kinder erfinden, um Kindergeld zu kassieren. Es muss dafür gesorgt werden, dass hier in Deutschland geeignete und auch bestehende Kontrollmechanismen umgesetzt und bei Bedarf angepasst werden. Von diesen Betrugsfällen bei Ihnen kein Wort. Und auch kein Wort über die Kinder deutscher Staatsbürger im Ausland, die von Ihrem Gesetzesentwurf ja ebenfalls betroffen werden. Oder von Fällen, bei denen die Indexierung zu Mehrkosten führt, weil es sich um Länder mit höheren Lebenshaltungskosten handelt. Kein Wort. Das ist alles sehr scheinheilig und dient aus meiner Sicht vor allem der Stimmungsmache gegen Ausländer. Meine Damen und Herren der AfD, mit diesem Antrag wollen Sie das EU-Recht brechen. Schon deshalb lehnen wir den Antrag natürlich ab. An anderer Stelle, wenn es um die Migration, wenn es um die Dublin-Verordnung geht, fordern Sie die Einhaltung europäischen Rechts. Sie biegen sich das Recht, wie es Ihnen passt, und damit legen Sie die Axt an die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Scheint Sie sehr zu treffen, ne? Und seit Ihrem Europaparteitag letzte Woche wissen wir auch noch zudem, dass Sie demokratische Institutionen abschaffen wollen, das EU-Parlament. Meine Damen und Herren, als Rechtsstaatspartei, die demokratische Werte hochhält, lehnt die FDP eine solche Politik natürlich ab, wie den Antrag auch. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Schrodi für die SPD-Fraktion.